Hallo und willkommen zurück zu Edna bricht aus. In der letzten Folge haben wir uns hier ein bisschen umgeschaut und leicht randaliert, wie wir hier sehen. Und wollten dann das Büro verlassen und trafen auf Fulgo, den wir dann ausgenockt haben. Und jetzt schauen wir uns den mal an. Edna erschlagen, großes Tier. Ug. Ja, können wir nehmen. Ja, ich sollte ihn verschwinden lassen. Aber wohin mit ihm? Ich hätte eine Idee, aber das will ich jetzt gleich austesten. Wer ist der Champ? Wer ist der Champ? Edna! Sag es lauter! Edna! Können wir ihn benutzen? Ja, ich sollte ihn verschwinden lassen. Aber wohin mit ihm? Das kommt noch. Was meinst du, Harvey? Hängen wir ihn über unseren Kamin? Oh ja, oh ja, oh ja! Ich besorg die Sägespäne und du holst den Löffel. Okay. Nein, er hatte genug. Schade. Ich stecke ihm den abgekauten Fußnagel in den Mund. Gott sei Dank hat sie es nicht gemacht. Ich habe ihm einen Bart gemalt. Das ist ja schön. K.O. Okay. Benutzen. Und nimm Hulgo. Ja, ich sollte ihn verschwinden lassen. Aber wohin mit ihm? Schrank. Ich wollte gerade sagen, in den Schrank. So habe ich es mir nicht vorgestellt. So. Dann mal in die weite Welt hinaus. Und mal schauen, was uns jetzt außerhalb des Büros erwartet. Ah, erstmal wieder Pucki hier. Ein wichtiges Leitthema unseres Spiels ist ja Vandalismus. Und dass tatsächlich diese Topfpflanze auf dieser Säule dort steht, hat eigentlich keinen weiteren Grund, außer dass man ziemlich früh Spieler darin einführt, dass er hier alles kaputt machen darf und dafür nicht bestraft wird, sondern sogar noch von Harvey angefeuert. Das ist auch ein gutes Gefühl. Randale. Yippie. Okay. Schauen wir uns doch mal die Pflanze an. Eine besonders rankige Ranunkel. Können wir die nehmen? Hoppla! Absicht! Psst! Können wir mit der reden? Tut mir leid. Ha! Wer's glaubt? Ja, das hat der Pflanze recht. Das macht jemand anderes weg. Okay. Gehen wir da runter. Ich glaube. Doch noch nicht. Aber. Okay, wieder. Ja, der Charakter Stiesel ist tatsächlich einer meiner Lieblingsfiguren in Edna bricht aus. Der möchte gern Profi-Minigolfer, dem es nicht vergönnt ist, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten, der nämlich richtiger Profi-Minigolfer war und diesen Komplex mit sich rumträgt, während er sich Edna gegenüber wie der große Mac aufführt, ist eine der komplexesten Randfiguren. Also unnötig komplexesten Randfiguren der Computerspielgeschichte, wie ich hoffe. Unnötig komplex. Ich glaube, ich schreibe mir diese zwei Worte mal irgendwo auf und hänge sie mir übers Bett und meditiere darüber. Ja, ich gehe mal davon aus, dass wir hier um die Ecke nicht gehen wollen. Gehen wir mal hier rein. Und hören uns nochmal Pucki an, weil wir noch nicht genug von ihm haben. Ein Tipp, redet mit Bobo, dem Gehirn. Das Gehirn im Glas wird in der deutschen Version von niemand Geringerem als Carsten Fichtelmann, meinem Kompagnon und Geschäftsführer von Dedelic, gesprochen. Und ich glaube, das sind ein paar Takes, die wir da eingefangen haben, die sich ganz, ganz, ganz besonders lohnen und die man sich auch immer wieder anhören sollte. Ich tu's. Ich habe den Soundfile Ich bin ein Gehirn in einem Glas lange Zeit auf meinem Desktop gehabt. Bei jeder Gelegenheit abgespielt. Ursprünglich hatten wir übrigens bei dem Gespräch mit der Alf-Puppe tatsächliche Schnipsel von einer Alf-Kassette dort als Soundfile hinterlegt, wenn er antwortet, ich lach mich tot und so weiter. Im Endeffekt mussten wir die wieder rausnehmen, weil BHV starke Bedenken hatte, dass wir damit Rechte Dritter verletzen. Böser Poki. Böser Poki. Ja.
Wer sich übrigens in Edna bricht aus geärgert hat, dass er die Bowlingkugel hier unten links im Regal nicht mitnehmen durfte, bei Harveys neue Augen kann man sie endlich mitnehmen. Ein Makel im Game Design, der mir einfach immer sehr schwer auf der Galle gelastet hat und den ich jetzt wieder wettgemacht habe. In Harveys neue Augen. Besucht ihr diesen Raum und ihr könnt die Bowlingkugel nehmen. Freut euch drauf. Ich freue mich. Nehmt auf jeden Fall das Captain Unbrauchbar Comic mit. Also das Heft, das dort auf diesem Zeitschriftenstapel liegt. Es wird im gesamten Spiel keine Verwendung finden. So viel kann ich jetzt vielleicht schon mal spoilern. Es ist Captain Unbrauchbar und der Angriff der Todesbrote. Und die Reaktion für dieses Item zu schreiben, hat mir ganz besonders viel Spaß gemacht. Denn Edna wird halt zu jeder Situation und zu jedem Objekt im Heft ein entsprechendes Bild finden, das sie damit assoziiert. Auf diesem Bild wäscht Captain Unbrauchbar gerade seine Karotten. Ich habe keine Ahnung. Es macht irgendwo vielleicht Sinn. Oder ich habe mir die ganze Arbeit umsonst gemacht. Entscheidet selbst. Okay, erstmal Lichtschalter. Können wir den mal an? Wofür dieser Schalter wohl gut ist? Können wir den nehmen? Gute Idee. Dann kann ich überall Licht machen. Ja. Oh nein, er ist fest. Schade. So eine Pleite. Reden wir mal mit ihm. Licht. Licht! Nicht sprachgesteuert. Wird's bald. Na bitte, geht doch. Was? okay. Schauen wir uns die Reagenzgläser an. Ist das ein Irrenhaus oder Frankensteins Labor? Ja, beides, ne? Ich komme nicht ran. Chemie fand ich sowieso immer blöd. Mit Ausnahme der Explosion. Ja, die sind toll. Buh. Keine Reaktion. Boah. Komme ich nicht ran. Chemie fand ich sowieso immer blöd. Mit Ausnahme der Explosion. Harvey, was hast du zu den Gläsern? Guck mal, Harvey, ein Chemiebaukasten. Yippie! Lass uns Gold in Blei verwandeln. Okay. Huch! Verdrückt. Über chemische Kriegsführung denke ich später nach. Wenn sich mein Arsenal für die psychologische Kriegsführung erschöpft hat. Das ist gut, das ist gut. Mal gucken, ob es eine Reaktion gibt. Ja. Aber es gab eine. Und das ist doch das, was zählt. Ich markiere die Flaschen mit ungiftig. Ist so gut. Chemie, die Lehre der Elemente. Oh, dann, nein. Oh, an Hirn. Hey. Du bist auch nicht gerade Miss Multiversum? Ja. Da gebe ich dir recht, Hirn. Das, ja. Pfoten weg. Schade. Noch ein dritter Companion hätte ich gern gehabt. Hallo? Hallo, Edna. Was führt dich zu mir? Wer oder was bist du? Wer oder was bist du? Ich bin ein Gehirn in einem Glas. Aber du kannst mich ruhig Bobo nennen. Wie Bobo Bär? Nein, Bobo wie Bobo bombastischer Schmerz, wenn ich dich zu Bobo Boden ramme. Okay, das gibt's ja. Du kannst sprechen? Aber nicht doch, Dummchen. Siehst du etwa einen Mund? Ich kommuniziere telepathisch. War ja klar. Kennst du einen Weg hier raus? Kennst du einen Weg hier raus? Warum denken die Leute immer, dass Hirne in einem Glas zu allem eine Antwort parat haben? Nein, ich kenne keinen Weg hier raus. Ich komme nicht weit rum. Verstehst du? Ja, schon, hast recht. Ne? Weißt du etwas über diesen Dr. Marcel? Nimm dich vor dem Doktor in Acht. Er ist böse. Böse. Ah, ich hasse es selbst, wenn ich so pathetisch werde. Ah, wie das seine? Weißt du, wie ich an diesem Wächter an der Treppe vorbeikomme? Ich weiß nichts von einem Wächter an der Treppe. Allein der Begriff Treppe hat wenig Relevanz, wenn du ein Hirn im Glas bist. Aber du und dein kombinatorisches Geschick
können ihn sicher leicht abschütteln. Danke. Ciao, Bobo. Ciao, Bobo. Benutze Hirn. Ich sehe, du versuchst wieder fremde Gehirne zu benutzen, Edna. Du solltest mehr Vitamine zu dir nehmen. Dann bist du in absehbarer Zeit vielleicht in der Lage, dein eigenes zu benutzen. Ja. Harvey, du brauchst doch ihn. Harvey, du brauchst doch ein Hirn. Was hältst du davon, Harvey? Es ist ein Hirn in einem Glas. Ja. Wahrscheinlich gehört es Holgor. Ja. Nicht unwahrscheinlich. Wag das ja nicht. Huch. Süß. Was daran war jetzt süß? Hey, Pfoten weg. Huch. Nein. Will dir meinen Namen geben oder deinen Namen? Bobo. Gehirn, das graubezelter IQ-Container. Ein menschliches Organ, das den Besitzer befähigt, Talkshows wegzuschalten. Ah, das ist so ein Gehirn da. Gut zu wissen. Gut, schauen wir uns die Alf-Puppe an. Eine hässliche Kartoffel, dieser Alf. Ja. Vielleicht habe ich mein Gedächtnis verloren. Aber daran, wie wenig ich Alf mochte, kann ich mich noch genau erinnern. Edna, ich verstehe dich nie. Ich werde dich nie verstehen, so. Ich verstehe dich nicht und ich werde dich nicht verstehen. Du bist zum Kotzen, Alf. Null Problemo. Haha, ich lach mich tot. Ich hab mich verschluckt. Vielleicht habe ich mein Gedächtnis verloren. Aber daran, wie wenig ich Alf mochte, kann ich mich noch genau erinnern. Was sagt denn Harvey zu Alf? Wenigstens, mag er wenigstens Alf. Igitt, ein Frosch. Das ist doch kein Frosch, Harvey. Das ist Alf. Ach nee, er ist Gedächtnis verloren und jetzt plötzlich Zoologie-Professor oder was? Ja. Oh, bitte, lass mich ihn zu Klump klopfen. Na sowas. Das wollte ich auch gerade vorschlagen. Aber noch nicht. Ich will, dass er sich noch etwas in seiner Angst windet. Du bist eine Puppe, Edna. Da wirst du nicht großartig Angst bemerken. Vielleicht jetzt. Alf. Die Seite fehlt. Das Lexikon hat auch seinen Stolz. Ist gemein. Aber verständlich. Mist. Er ist zu haarig, um ihn zu bekritzeln. Ja. Nicht einmal die Freude lässt er uns. Wäsche. Radioaktiv, okay. Da ist ein auffälliges Symbol drauf. Nehmen wir mit. Schmeckt nach Ananas. Ich hab. Mitnehmen, nicht dran schmecken. O Geist der Flasche, gewähre mir einen Wunsch. Was willst du, Meister? Ich will, dass Dr. Marcel Hämorrhoiden bekommt. Dein Wunsch ist gewährt. Oh. Schmeckt nach Ananas. Immer noch. Edna, du sollst dran nicht lecken. Willst du davon etwas probieren, Harvey? Oh ja! Dann mutiere ich bestimmt zu einem Superwesen. Für mich bist du bereits ein Superwesen, Harvey. Ich tunke ihn nur kurz rein. Sieh mal, Harvey, jetzt habe ich eine radioaktiv mutierte Superwaffe. Okay. Sieht aber immer noch genauso aus wie vorher. Das ist schon markiert. Ja, doppelt hält besser, ne? Radioaktive Verseuchung. Die. Hey, hier ist ein Foto von Holgor. Ist gemein. Ja. Yeah, radioaktive Superfußnägel. Captain Unbrauchbar und der Angriff der Todesbrote. Boah, es ist die limitierte Erstauflage. Nehmen wir. Auf, Captain Unbrauchbar. Beschütze uns vor dem kleineren Übel. Okay. Nur zurück. Captain Unbrauchbar mit Harvey. Willst du was lesen? Captain Unbrauchbar und die Todesbrote? Kenn ich schon. Verrat mir das Ende nicht.
Vorschläger. Das ist kein Packpapier. Du solltest Captain Unbrauchbar mehr Respekt entgegenbringen. Hä? Wieso? Weil nur die Energie des Respektes Captain Unbrauchbar übermenschliche Kräfte verleiht. Wieso betont habe ich Respekt so komisch? Respektes. Komisch. Nein, Edna, aufhören! Du darfst nicht in Captain Unbrauchbars Abenteuern herumkritzeln. Das wäre respektlos. Harvey? Ich glaube, Respekt schreibt sich mit E. Wer benutzt schon die Texteinblendung? Danke, Harvey. Ja, das merke ich mir. Lexikon. Comic-Heft. Das Comic-Hefts, Plural Comic-Hefte. Episodenhaftes Printmedium für grafische Witzbildliteratur. Oh, okay. Benutze. In diesem Bild lackiert sich nützlich Boy die Zehennägel mit unsichtbarer Tinte. Cool. In diesem Bild tritt Captain Unbrauchbar auf nützlich Boys Chemiebaukasten. Das hat nützlich Boy wahrscheinlich nicht gefallen. In diesem Bild verliert Captain Unbrauchbar den Kontakt zu einer außerirdischen Lebensform. Okay. Gut zu wissen. Ich bedanke mich dann fürs Zusehen. Sage tschüss, bis nächstes Mal und auf Wiedersehen.